ein richtig ungemütlicher Tag erwartet uns heute. Mehr März als Mai. Dichte Wolken überwiegen. Immer wieder gibt es Regen, wie hier zum Beispiel in Schladming. Und so entwickelt sich die Großwetterlage. Mit einer Kaltfront sind von Norden her feuchte Luftmassen an die Alpen gelangt. Damit fallen in den Nordstaulagen große Mengen an Niederschlag. Hinter der Kaltfront fließt ein Schwung Polarluft nach. Schauen wir uns die Temperaturen noch genauer an. 12 Grad sind heute in Wien möglich. In Berlin regnet es bei 10 Grad, etwas wärmer dann dafür auf der Iberischen Halbinsel. Und in Österreich stauen sich heute an der Alpen-Nordseite weiterhin dichte Wolken und anfangs regnet es kräftig. In den Morgenstunden fällt sogar Schnee bis auf etwa 800 Meter herab. Auch im Osten ziehen am Vormittag Schauer durch, im Süden überwiegt dagegen die Sonne. In Klagenfurt etwa bei 17 Grad und in Lieren sind sogar 21 Grad möglich. Die 24-Stunden-Vorschau. Im Westen regnet es am Vormittag munter weiter. Erst am Nachmittag lässt sich der Niederschlag dann nach und es beginnt von Westen her aufzulockern. Und im Osten bleiben die Wolken am Vormittag dicht und es kommt immer wieder zu Schauern, die meisten im Alpenvorland bei einer Schneefallgrenze von 900 Metern. Und so geht's mit dem Wetter weiter in den nächsten 7 Tagen. Im Westen ist es ab Mittwoch mit dem Regen vorbei, aber am Wochenende ist er dann wieder munter zurück. 17 Grad sind am Freitag möglich, Höchstwerte von 17 Grad bei Regen auch am Samstag. Und im Osten sieht's ganz ähnlich aus wie im Westen. Auch hier haben wir dann in den nächsten Tagen ein wenig Erholung vom Regen, aber das Wochenende fällt auch im Osten ins Wasser. Am Samstag auch hier Höchstwerte von 17 Grad und am Sonntag sind immerhin 18 Grad möglich.